Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal haben wir uns mit Yuna und ihren Kompanios durch den Kanal der Busse geschlagen und sind hier jetzt quasi am Ende. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us. The temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Posse are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Okay, hier kommt es zum nächsten Mediums-Duell. Isa beschwört nacheinander seine Version von Ifrit, Valfaris und dann später Bahamut. Also die Reihenfolge ist auch wichtig zu wissen, deswegen, weil man natürlich wie bei jedem Bestia-Kampf nicht die gleichen Bestias gleichzeitig beschwören kann. Das heißt, ich kann hier jetzt in dem Fall nicht Ifrit beschwören. Das macht aber nichts, ich habe eigentlich genug Bestias im Petto. Um den seinen drei Bestias genug entgegensetzen zu können. Als erstes will ich, nehme ich mal Valfaris. Isas erste Bestie hat nämlich nur 8000 HP, das heißt, es sollte ein Solaris-Strahl reichen, um die Bestie komplett auszuschalten. Das ist auch der Grund, warum man spätestens hier alle Bestie-Ex-Daten aufgeladen halten sollte. Wenn nicht, einfach Speicherpunkt vom Kanal der Kunst nehmen und noch kurz leveln oder halt nicht leveln, beste Ekstasen aufladen. So, das war schon die erste von drei. Nicht allzu schwer. Warum sie das gleich in drei Kämpfe gesplittet haben und nicht in einem Kampf bleibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt seine Version von Valfaris. Die heißen übrigens Chachara, Vadise und Akravator. Wobei sich das der letzte eher nach etwas aus Harry Potter anhört. Egal. Hier können wir im Prinzip nehmen, was wir wollen. Es ist nicht so wirklich. Ich nehme gleich Bahamut. Nicht nur deswegen, um ihn nochmal herzuzeigen, sondern auch um seine Ekstase gleich herzuzeigen und weil Isa später selbst Bahamut beschwört und ich ihn dann nicht selber beschwören könnte. Und ich will seine Ekstase ja nicht verschwenden. So, dann machen wir gleich mal Bahamuts Ekstase. Ist wie gesagt ziemlich einfach der Kampf. Weil Bahamuts Ekstase macht doch deutlich mehr Schaden als 10.000. Und Isas Version von Valfaris hat nur 12.000 HP, deswegen sollte sich das ausgehen. Ich finde übrigens interessant, dass Isas erste Bestia mit voller Ekstaseleiste quasi beschwört wird und die anderen nicht. Ey, wieso macht das nicht vollen Schaden? Ich dachte eigentlich, das sollte vollen Schaden machen. Macht nichts. Er kann mir sowieso nicht allzu viel entgegensetzen, weil Bahamut sehr hohe Verteidigung hat und sich nur schwer beeindrucken lässt. Schauen wir uns gleich mal den Impuls an, damit wir das auch gesehen haben. Auch einer der cooleren Skills, den die Bahamut beherrscht. Von der Animation her natürlich. So, und dann schauen wir, ob wir den Typen nicht einfach austricksen können. Indem wir jetzt ein paar Mal harte Tour nehmen. Ich habe nämlich hier genug Zeit eigentlich. Es kommt dann noch ein bester Kampf, aber das sollte auch relativ schnell vorübergehen. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Ja, das ist sehr gut. Das machen wir weiter. Wir werden einfach... Oh, wait. Moment mal kurz. So. Es wird sich nicht mehr ausgehen. Ah, dann nehmen wir einen Impuls. Es ist im Prinzip egal, ob man die Bestia hier mit vernichtend Schlag schlägt oder nicht, weil wir bekommen sowieso keine AP dafür. Und... Hallo? Ah, okay. Das
Ich dachte, er ist immer noch nicht tot. Also wir bekommen sowieso keine AP dafür und deswegen ist es eigentlich egal, ob wir vernichtend schlagen oder nicht. Sollte man eher so sicher wie möglich spielen. So, jetzt kommt Isas Version von Bahamut. Ich hätte natürlich im vorigen Kampf auch Bahamut zurückrufen können und dann vielleicht also Ifrit herbeirufen können und mit Ifrit dann noch eine Ekstase ansetzen, weil ich brauche hier bei Akravator sowieso, glaube ich, nur ungefähr zwei beste Ekstasen. Und zwar werden wir als erstes gleich mal Shiva nehmen. Ist im Prinzip egal, welche Reihenfolge wir hier wählen. Solange alle drei überbleibenden Bestias noch volle Ekstase haben, ist es egal. Sollte eine von denen schon die Ekstase geleert haben, kann man natürlich auch Junas Ekstase dafür verwenden, um sie mit Ekstase zu beschwören. So, und Akravator hat, glaube ich, genau 20.000 AP. Deswegen geht es sich nicht aus, hier... geht es sich nicht aus, mit einfach zwei beste Ekstasen den Akravator zu besiegen, denn das macht natürlich genau zwei weniger Schaden als 20.000. Deswegen nehmen wir am besten Ixion, weil Ixion hat auch eine sehr hohe Geschwindigkeit, das heißt, er kommt auf jeden Fall nach seiner Ekstase nochmal dran und ich brauche mich nicht auf Ifrit verlassen. Also wir machen Mölnir und Ixion sollte eigentlich noch drankommen, bevor Akravator seine Ekstase voll hat. Okay. Schauen wir mal. Müsste sich genau jetzt ausgehen und dann brauchen wir einfach nur zuschlagen. So, jetzt aber. Sehr gut. Einfach zuschlagen und es hat sich gegessen. Nicht allzu schwer der Kampf. Speziell mit aufgeladenen beste Ekstasen. Auch wenn man die beste Ekstasen nicht aufgeladen hat, ist es nicht so tragisch. Man kann mit harter und sanfter Tour hier noch einiges rausreißen, selbst wenn man nicht vorbereitet ist. Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over. So, oh, Yuna bekommt doch AP. Wusste ich gar nicht. Im Guide steht nämlich keine AP. Egal, ist nicht so wichtig. Yuna braucht sie nicht so dringend. Kommen noch genug AP mit ihr. So, jetzt geht's mit Tidus, Wakka und Rico weiter. Zuerst mal natürlich zum Speicherpunkt. Schauen wir, ob wir... Na, ist jetzt fertig. Dann tun wir kurz mal speichern. Wir haben eigentlich genug Zeit, weil den nächsten Bosskampf kann ich hier sowieso nicht herzeigen. Könnte ich natürlich schon, das würde vielleicht sogar ausgehen, aber ich will mir damit Zeit lassen. Zuerst zeige ich einige Zufallskämpfe her. Gibt es nämlich auch, glaube ich, neue Gegner, die wir noch nie gesehen haben. So einfach dem Kanal folgen, dann kommt man schon dorthin, wo man hin muss. Schauen wir uns mal die Zufallskämpfe an. Oh, die kennen wir schon, das ist quasi der erste Bossgegner, den wir gesehen haben. Diesmal haben sie allerdings keine Granaten mit, sondern etwas anderes. Drachenschuppen, auch ganz gut. Ich sollte mit Tidus, glaube ich, auch die Dings wechseln, die Waffe wechseln. Mache ich allerdings zwischen den Kämpfen dann, oder offscreen. Weil er macht irgendwie wenig Schaden. Kommt mir zumindest davor. Und heilen können wir natürlich hier, weil es gerade das Thema ist, mit Rico, ganz normal, bei Bad Potions, dafür ist sie ja da. Und sie ist natürlich auch da, um zu stehlen und für ihre super tolle Ekstase, die wir mittlerweile erst einmal gesehen haben. Aber
Egal. So, und eigentlich ist es kein Problem, hier die Ekstasen zu verwenden. Ich werde es mir nur für den nächsten Kampf aufsparen. Aber ich könnte es ja nicht jetzt schon gar schon verwenden. Weil die Typen, die komischen Kraken hier, die haben schon relativ viel HP und da zahlt sich die Ekstase von Tidus schon aus. Machen wir mal. Weil wir brauchen sie im Bosskampf dann sowieso nicht. Treffen sollte ich halt. Oder auch nicht. Sind es halt nur 4 Schläge. Oder nur 3. Wie auch immer. Manchmal trifft man eben nicht. Und wie gesagt, die Ekstasen, die brauchen wir beim nächsten Bosskampf sowieso nicht. Schon ziemlich nervig, die Kämpfe hier, aber... bringen auch nicht allzu viel AP. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade immer so leckt im Menü. So, da vorne gibt es noch einen Speicherpunkt, den wir auch verwenden werden. Der zeigt natürlich an, dass vorne im großen runden Raum ein Bosskampf vor uns steht. Schade, normalerweise bekomme ich hier immer 2 Kämpfe, 2 Zufallskämpfe. Schauen wir mal, ob ich noch einen anlocken kann. Ja, hier, genau. Ich würde noch einen neuen Gegnertyp gerne herzeigen. Ah, der ist auch nicht dabei. Egal, zeigen wir den Kampf trotzdem her. Hier ist es besser, die Kleinen zuerst zu bekommen, weil die natürlich am schnellsten umkippen werden. Und zwar so schnell, um ganz genau zu sein. Und wir sehen, Tidus Ekstase lädt sich auch schnell genug auf, dass wir uns hier keine Sorgen machen müssen. Ansonsten relativ einfache Gegner. Es gibt hier noch einen, also man könnte hier noch einem Gegner begegnen, und zwar, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Sie sind irgendwie so wie Rochen, die aufrecht stehen im Wasser und keine wirklichen Flügel haben, sondern nur so Äste. Die können ziemlich nervig werden, weil die laden sich auf, machen dann irgendwelche Blitzattacken, das ist ziemlich nervig, aber in der Regel nicht so, wie man sich fürchten müsste. Zumindest, wenn man einen begegnet, dann kann man durchaus eine Ekstase von Tidus oder Wacker darauf verschwenden. Verschwenden ist auch zu viel ausgedrückt hier. Wir brauchen es ja nicht unbedingt jetzt. Wir werden auch gleich eine Ekstase von Wacker jetzt hier versuchen. Schauen wir mal, ob wir die Gelben treffen. Nein, treffen wir nicht. Da treffen wir gar nichts weiter. Macht ja nichts. Aber zumindest schaut ein Vernichtend raus. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber... So. So sieht der Kanal der Booster für Tidus, Wacker und Rico aus. Und wem wir dann noch begegnen werden und wie wir aus dem Kanal der Booster rauskommen, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. Und bis dahin wünsche ich natürlich wie immer viel Spaß